Bouldern beschreibt das Klettern in Absprunghöhe und das Ganze ist seilfrei. Das heißt, wir haben Wände, die sind 4,50 Meter hoch. Man klettert da in die Handhöhe von 4,50 Meter. Wenn man die Route geschafft hat, klettert man wieder runter oder springt ab. Unten liegen dicke Weichbodenmatten, das könnt ihr auch sehen. Ist so ähnlich wie im Hochsprung, bloß dass sie eine härtere Oberfläche haben, damit man nicht umknickt. Das ist Bouldern. Grunde genommen fängt Bouldern schon, wir sagen, ab 5 Jahren kann man das schon mal machen. Da geht's los und dann geht's bis ins hohe Alter. Was ich brauche, sind Schuhe und Spaß. Dann kann's losgehen. Wir haben 5 Schwierigkeitsgrade hier in der Halle. Das geht bei Weiß los, sie sind mit Farben bewertet. Gibt es nach Rot nach oben. Da ist für jeden was bei. Für den Anfänger bis zu demjenigen, der 4-mal die Woche herkommt und Routen auch projektiert. Das heißt, dran arbeitet, bis er die dann irgendwie nach 2, 3 Wochen vielleicht auch mal schafft. Die Routen unterscheiden sich durch die Schwere der Bewegung und die Schwere oder Größe der Griffe auch. Also je schwerer eine Route wird, desto kleiner werden auch die Griffe. Desto schwieriger sind sie zu halten. Und desto mehr muss ich mal mit dem Körper arbeiten. Muss Technik einsetzen, Tritttechniken, Grifftechniken. Ich bin so durchschnittlich 4-mal die Woche hier. Immer nach der Schule und am Wochenende. Also freitags auch immer, weil da haben wir so eine Kindergruppe. Bouldern bedeutet für mich, also erstmal Spaß am Klettern, dann auch ein bisschen entspannen, erstmal vom Stress vom Alltag runterkommen. Bouldern ist auch, finde ich, sehr sozial. Das Schöne daran ist, man kann nicht die ganze Zeit, wenn man bouldert, an der Wand sein. Man sitzt auch viel auf der Matte rum, quatscht mit vielen Leuten, lernt neue Leute kennen, tauscht sich aus, hilft sich gegenseitig. Das ist das Schöne an Bouldern. Alle, die hier bouldern kommen, kriegen eine Einweisung, kriegen von uns gezeigt, wie man fallen soll, was dann passiert, wenn man fällt. Und wenn wir jetzt vom Seilklettern reden, ist es einfach, da den Kopf frei zu halten und sich mental einfach genau auf die Route abzustimmen und nicht daran zu denken, dass man stürzen kann, weil das behindert einen in der Kraft. Also wenn man die ganze Zeit dran denkt, oh, ich könnte jetzt fallen, dann kann man einfach nicht 100% in der Route drin sein und das schaffen.